Hallo Urban Family, was für ein aufregendes und krasses Jahr geht jetzt zu Ende. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass es mal so ausgeht, wie es jetzt aktuell gelaufen ist? Eigentlich niemand. Ich möchte mich hier und heute bei euch bedanken für eure Unterstützung, für euren Support, dass ihr unser Engagement für Huawei so respektiert, dass ihr uns treu bleibt, uns folgt. Auch in schwierigen Zeiten, so wie wir es eben auch für Huawei machen. Huawei hätte normalerweise letzten Freitag seinen neuen Flagship-Store in Berlin aufgemacht. Allerdings, ja, aufgrund eben der aktuellen Lage hat es leider nicht funktioniert. Huawei möchte auch Danke sagen. Deswegen habe ich heute in der Post ein Paket gehabt vom Flagship-Store. Und das möchte ich jetzt hier und jetzt gerne mit euch aufmachen. Schauen wir einfach mal rein, was drinnen ist. Was haben wir denn da gekriegt? Wie geil ist das denn? Ni Hao Berlin. Frohe Weihnachten vom Huawei Flagship Store, der leider nicht eröffnet worden ist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Schauen wir doch mal, was da drinnen ist. Ich freue mich. Ein Umzugskarton. Moving to Kudamm Berlin. Was steht da sonst noch drauf auf dem Karton? Audio, Photography, Fitness, Gaming, Easy Travel, Smart Office und Smart Home. Eigentlich sollte man es ja erst am 24. aufmachen, aber hey, ich bin neugierig und mein Kind auch. Eieiei, was ist denn das? Spannung. Okay. Hallo Berlin. Schön. Mach auf. Eieiei, viel zu lesen. Hallo aus Berlin und frohe Weihnachten. Was für ein außergewöhnliches Jahr, denn für uns alle war 2020 vieles außergewöhnlich. Noch einmal entschleunigen wir zum Ende des Jahres. Zwar sind wir ready to go mit unserem Flagship Store im Herzen von Berlin, in dem wir die gesamte Vielfalt von Huawei präsentieren werden. Dennoch halten wir nun inne und gehen hier am Kurfürstendamm 11 in die vorläufige Auszeit. Huawei sagt Danke für die tolle Zusammenarbeit in 2020 und wir freuen uns, dich sehr bald wiederzusehen, vielleicht ja dann in unserem Huawei Flagship Store bei der offiziellen Eröffnung 2021. Wir wünschen dir und deiner Familie ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald und bleib gesund, dein Huawei-Team. Vielen Dank. Dann schauen wir, was noch drinnen ist. Rote Papierschnipsel. Eieieiei. Happy Holidays Weihnachtsgebäck von Bakumis. Das sind so, ja, keine Ahnung, Lebkuchen, Brownies, irgendwas. Lecker, lecker, lecker. Und Berliner Luft. Guck mal, das Saufen. Das ist doch Pfeffi, oder? Da hat doch bestimmt der Fuchs von uns seine Finger mit dem Spiel gehabt. Okay, Dankeschön, Dankeschön. Next. Was zum Saufen. Und dann haben wir noch wie nett, hallo Berlin. Eine Schneekugel. Schön. Was ist da dran? Im Sack. Im Sack, im Sack, im Sack. Im Sack ist ein. Hä? Ah, kenne ich. Kennt ihr auch? Ist so ein Puzzle, 3D-Puzzle quasi. Das sollen wir es genau, packen wir es gleich mal aus.
Uiuiui, ui, ui. Mach mal auf. Aber schau, dass du es wieder zusammenkriegst. Okay, sie schafft es nicht. Das ist kein 3D-Bus, kann man das auseinanderbauen? Das kann man doch auseinanderbauen. Ja, mein Kind kann es nicht auseinanderbauen. Schauen wir vielleicht später nochmal. Okay, das war's dann, oder? Sehr schön, vielen Dank, Urwei. Freut mich. Und Nihau Berlin, hoffentlich bald mal wieder in Berlin. Läuft bei uns. Ja, super, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Urwei, für diese wundervollen, tollen Sachen. Ich denke mal, die werden auch wieder Verwendung finden in den einem oder anderen Video von uns. Der wird auf jeden Fall auch in dieser schwierigen Zeit Verwendung finden. Da freue ich mich schon drauf, den zu printen. Was natürlich auch Verwendung finden wird, sind diese geilen Aufkleber. Ich liebe Aufkleber und ich werde die auf jeden Fall auf die Rückseite von meinem Notebook kleben. Ja, das war's jetzt hier und jetzt. Es wird jetzt dann bald mal noch der Jahresrückblick kommen, da ist der Marco schon dran. Wir werden uns dann verabschieden in den Weihnachtsurlaub. Es wird das ein oder andere sicherlich noch kommen. Aber wie gesagt, nochmal ganz vom Herzen vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, servus und baba.